bekommen. Aber was hat es mit dem Wort Flüchtling im Kreise der besorgten Bürger eigentlich auf sich? Hier eine der vielen Stammtischparolen, die eigentlich zu dämlich sind, um sie als sozial eingestellter und politisch informierter Mensch ernst nehmen zu können. Erstens, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Die Flüchtlinge kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Für die Überfahrt müssen Flüchtlinge oft mehrere tausend Euro zahlen, wofür die ganze Familie zusammenlegt oder auch mal das ganze Dorf. Sie kommen nach Europa, weil sie flüchten müssen und nicht für vermeintlichen Luxus und Reichtum. Ein Mensch, der hier Sozialleistungen wie Hartz IV bezieht, erhält mindestens 404 Euro. Ein anerkannter Flüchtling hat monatlich 352 und in der Erstaufnahmeeinrichtung 143 Euro. Wer also meint, ein Flüchtling genießt hier Luxus, kann gerne mal einen Tag im Zelt und auf Feldbetten mit 300 bis 400 Menschen verbringen. Wer also Asyl sucht, sieht darin oft die letzte Überlebenschance oder verlässt ein Land, in dem er für seine Kinder keine Zukunftsperspektiven sieht. Wie gefällt den ewigen Nörglern hierzulande der Gedanke, unter Diskriminierung, Gewalt und Vertreibung, Korruption und organisiertem Verbrechen, Militärdiktatur, Bürgerkrieg und Terroristen zu leben und in einer solchen Gesellschaft seine Kinder aufwachsen lassen zu müssen? Sind Flüchtlinge wirklich viel zu teuer für uns? Ein Blick in den Wirtschaftsteil einer x-beliebigen Tageszeitung zeigt doch, sinnfreie Kapitalvermehrung an den Börsen und Bankenrettungsfonds für Zocker kosten uns, ebenso wie der ganze Rüstungswahnsinn, zigmal mehr als Flüchtlinge. Bedrohten Menschen zu helfen, ist unsere menschliche Pflicht. Das geht nicht umsonst. Neue Waffensysteme, Drohnen, die wir angeblich für unsere Sicherheit brauchen, schaffen hingegen Kriege, neues Elend, Flucht und Vertreibung. Die Pegida-Krakela nehmen Anstoß an den teuren Smartphones und Markenklamotten in den Händen der Flüchtlinge. Liebe Leute, bitte einmal nachdenken. Was nimmt man wohl mit, wenn man sich auf die Flucht begibt? Doch wohl ein kleines Gerät, um in Kontakt mit Familie und Freunden zu bleiben. Es dient zur Orientierung und sichert den Kontakt nach Hause. Und jetzt zu den Markenklamotten zu kommen. Dank vieler Spenden konnten Familien, Frauen und Männer und Kinder im Bereich Kleidung ausgestattet werden. Da ist dann halt auch mal das ein oder andere Markenprodukt dabei. Und dann wird sich beklagt, dass die Versorgung von Flüchtlingen Arme noch ärmer mache. Diese Milchmädchenrechnung geht aber nicht auf. Kämen tatsächlich weniger Flüchtlinge, bekäme ein arbeitsloser Hartz-IV-Empfänger nichts zusätzlich. Geringverdiener hätten nicht einen Cent mehr in der Tasche. Und Mittelständler hätten nicht weniger Angst vor dem sozialen Absturz. Hinter diesen berechtigten Sorgen der Menschen hierzulande und in Europa steckt ein ganz anderes Problem, das mit Flüchtlingen nichts zu tun hat. Es ist die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Würde Geld zum Nutzen aller Menschen in Deutschland gerechter verteilt werden, könnten alle angstfrei und menschenwürdig leben. Über wachsende Ungleichheit kann man sich zu Recht beschweren. Flüchtlinge allerdings beeinflussen diese Zustände am allerwenigsten. Von den mächtigen und reichen im kapitalistischen Raubtierzoo werden Kritiker gerne abschätzig als Gutmenschen tituliert. Aber was bedeutet dieses Wort eigentlich? Muss man sich in dieser Gesellschaft inzwischen schon dafür schämen, ein Gutmensch zu sein? Unsere Antwort auf die Zyniker, Kriegstreiber und Rassisten hierzulande und anderswo
Millionen sind stärker als Millionäre. Ihr seid die Scheiße, wir räumen auf. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Hallo, mein Name ist Hossein. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Flüchtling und komme aus Afghanistan. Um vor Krieg und Terror zu fliehen, habe ich eine harte Reise in Kauf genommen. Ich war ungefähr einen Monat unterwegs. Ich habe mit meinem Bruder seit meinem halben Jahr hier in Deutschland, aktuell in Dottenhofen. Ich finde es traurig, dass viele Menschen hier in Deutschland so negative Gedanken gegenüber Flüchtlingen haben. Ich bin nicht hierher gekommen, um irgendjemandem etwas wegzunehmen. Kann deine Waffe auch für euch gemacht? Sondern ein Leben in Sicherheit und Freiheit zu führen. Ich möchte die deutsche Kultur kennenlernen, die Sprache lernen und eine Ausbildung machen. Genau, Refugees are welcome here. Das ist das, was wir die ganze Zeit in Metzger versuchen zu leben, mit ganz vielen Ehrenamtlichen die Flüchtlinge zu begleiten. Und um das mal gleich zu sagen, es ist nicht nur Schuld der NPD, dass es ein Asylpaket 2 gibt. Das ist unsere Koalition, CDU, FDP, SPD, CSU und die Grünen. Sie haben alle mitgestimmt, dass die Bedingungen für die Flüchtlinge in Deutschland verschärft werden. Das ist kein Weg, eine Willkommenskultur einzuhalten, sondern so lebt man die Menschen wieder aus. Die Menschen, die hier sind, brauchen Sicherheit. Und das geht nicht mit einem solchen Asylpaket. Deswegen sind wir auch als Arbeitskreis Asyl und Flüchtlingshilfe sehr dagegen, dass diese Asylpakete die Menschen weiter verunsichern, jetzt wo sie hier endlich in Sicherheit sind. Das ist ein Punkt, den ich sagen möchte. Der zweite Punkt, ich bin Leiter der Wetzlarer Tafel. Und ich bekomme mit, wie die Menschen am unteren Rand unserer Gesellschaft, Eingeborene, Deutsche, wie sie Angst haben, dass ihnen die Flüchtlinge die Lebensmittel wegtreiben. Und es ist ein ganz schönes Schaffen, ihnen deutlich zu machen, dass das nicht so ist, sondern dass das System nicht in Ordnung ist. Wer Menschen Hartz IV gibt und so wenig Geld, dass sie nicht mit dem Leben auskommen, der provoziert, wenn es weitergeht, wenn jetzt Flüchtlinge kommen, dass diese Menschen zu den Rattenfängern, zu den NPD- und AfD-Leuten rennen, weil sie von dort Halt erwarten. Das ist hausgemacht. Nicht alle, die in letzter NPD gewählt haben, sind Nazis, sondern sind enttäuschte Leute von der Politik unserer Regierung. Deshalb gehört dazu, dass die Menschen, die am unteren Rand des Lebens leben, die nicht genug zum Leben haben, endlich genug zum Leben bekommen. Das gilt für eingeborene Menschen und das gilt für Menschen, die neu dazukommen. So kann man Frieden und Gerechtigkeit auf den Weg bringen und nicht nur durch die Tafel Barmherzigkeit. Und wer glaubt, dass 337.000 Flüchtlinge an den Grenzen zum Mittelmeer nicht hierher kommen, der irrt sich gewaltig. Egal wie hoch die Zäune sind, egal was man ihnen aufbaut, sie werden danach trachten und werden gucken, dass sie hier ankommen, in Sicherheit, weil das ihr Ziel ist. Wer das verhindert, macht sich mitschuldig, wer zur gleichen Zeit die Rüstungsausgaben in enorme Höhen treibt und die Kriege mit Stacheldraht und Panzern weiter unterstützt, das sind wir. Unser Land tut das. Da müssen wir deutlich sagen, dass das nicht so geht und dass die Gelder besser verwandt sind, wenn wir hier Flüchtlinge unterbringen. Und ich merke, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter Stein und Bein für die Flüchtlinge sind, dass sie sehr viel tun, aber dass die Kraft allmählich zu Ende geht, weil der Widerstand unserer Regierung immer größer wird. Ich glaube, wir müssen uns sehr einsetzen, dass Flüchtlinge hier bleiben, so wie ihr eben gerufen habt. Refugees are welcome. Das sind sie bei uns und das müssen wir deutlich machen. Denn das ist wichtig, damit sie sich auch hier sicher fühlen.
und ein Selbstbuch. Genau. Genau, das ist wichtig und das andere ist auch wichtig, ihr tut Wetzlar gut. So viele junge Leute, die sich eingesetzt haben gegen Faschismus und für Menschenrechte, haben wir hier noch nicht gehabt. Dass Wetzlar aufgerüttelt wird und dass beim nächsten Mal auch noch mehr Wetzlarer dabei sind, das ist unser Ziel und wir danken euch, dass ihr für uns aufrütteln sorgt. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Harald.